Für Frank Ebert hat der Alexanderplatz eine ganz besondere Bedeutung. 1989 war er unter den Demonstranten, die hier mutig Veränderungen in der DDR forderten. Der damals 19-Jährige war in der sogenannten Umweltbibliothek aktiv. Unter dem Dach der Zionsgemeinde wurde westliche Literatur gesammelt und DDR-Bürgern zugänglich gemacht. 1989 war Frank Ebert auch dabei, als dem Regime Wahlfälschung nachgewiesen wurde. Und immer wieder ging er mit anderen auf die Straße. Eine große Demonstration, die man hier auf dem Bild auch sieht, war die am 24. Oktober 89 zu der Wahl von Egon Krenz als Nachfolger von Erich Honecker. Und da haben wir spontan eine Demonstration organisiert und sind dann hier vom Fernsehturm aus losgelaufen, um eben genau dagegen zu demonstrieren, dass da quasi wieder einer an die Macht kommt, der erst China freudig erwähnt hat bezüglich der Ausschreitung am Tiananmenplatz und dann der auch zuständig war für die Kommunalwahlergebnisse und auch für die Wahlen als solche, als oberster Wahlleiter. Heute ist Frank Ebert in der Robert-Havemann-Gesellschaft aktiv, die die Open-Air-Ausstellung Friedliche Revolution 1989-90 auf dem Alexanderplatz organisiert hat. Rund 1 Million Besucher hat die Freiluftgalerie seit ihrer Eröffnung im Mai vergangenen Jahres gehabt. Am Dienstagvormittag kam die Bundeskanzlerin. Viel Zeit nahm sich Angela Merkel für den Besuch und schien sehr bewegt. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass dies wirklich eine friedliche Revolution war. Das war nicht irgendwie so ein bisschen Wendung von etwas, sondern das war ein qualitativ neuer Ansatz, der für Demokratie, für Freiheit, für Recht gestanden hat. Die Ausstellung zeigt auf 9 Stationen die Zeit zwischen den ersten Aktivitäten der Demokratiebewegung und der Wiedervereinigung auf. Rund 700 Bilder und Textdokumente lassen die Zeit um 1989 an historischem Ort wieder lebendig werden. Und unter freiem Himmel fanden auch die Proteste vor 20 Jahren statt. Und das ist natürlich an diesem Ort, das ist ein authentischer Ort. Sie erinnern sich an die Bilder seinerzeit eben vom Herbst 89, als hier in Höhepunkten viele hunderttausende Menschen eben für die Freiheit in der DDR kämpften. Und deswegen gibt es nichts Naheliegenderes, als wirklich an diesen Originalschauplatz, an den Alexanderplatz zu gehen. Viele Besucher zeigen sich auch überrascht, denn den meisten ist nur noch der Mauerfall in Erinnerung. Die Tage nach dem Mauerfall, die sind etwas ins Hintertreffen geraten. Da ist auch der Forschungsstand noch nicht so groß. Und auch in den Berichterstattungen, in den Medien kommt da doch viel weniger. Und ich denke, da ist noch einiges zu erzählen. Frank Ebert konnte sich vor 20 Jahren nicht vorstellen, dass sein Aufbegehren und das vieler anderer zu einer friedlichen Revolution führen wird. Es hat sich gelohnt. Grundsätzlich auf jeden Fall. Dass nun das, was wir hier an gesellschaftlichen Problemen haben und alles andere, ist logisch. Wir haben natürlich Probleme. Heutzutage kann man Demonstrationen machen, das interessiert keinen. Aber es ist, man kann sie wenigstens machen. Man kann wenigstens was machen. Und das halte ich schon für eine ziemliche Errungenschaft dieser Demonstration im Herbst 89. Auch Angela Merkel hat sich vor 20 Jahren sicher nicht vorstellen können, die erste Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland zu werden.